Frau Hecker fragt, wie ihr euch verteilt. Das könnt ihr eigenverantwortlich entscheiden. Wichtig ist nur, dass wir jetzt diesen Moment gehörig zelebrieren, denn jetzt geht es, wie ich eingangs schon angekündigt habe, nicht um irgendeinen Preis. Jetzt geht es darum, dass der Hairdresser of the Year verliehen wird. Was das bedeutet, davon können alle, die ihn bis jetzt gewonnen haben, ein Lied singen. Es verändert das Leben über Nacht. Ja, ein wundervoller Abend. Es verändert das Leben. Ich weiß nicht, ob das Leben verändert. Die Frage ist, wie? Nein, im positiven Sinn. Ab morgen läuten die Telefone stürm, ja, die Presse stellt sich an. Wir haben jetzt noch 4 Hairdresser of the Year. Und ich denke, es hat sich für jeden sehr positiv ausgewirkt, um nur zu sagen, wer gewinnt. Ja, das ist die Spannungsmusik für den Hairdresser of the Year. Der Gewinner des letzten Jahres hatte 170 Presseanfragen innerhalb von 2-3 Tagen. Und was wollen wir damit erreichen? Wir wollen an die Öffentlichkeit mit den Leistungen der Friseure. Das ist das Ziel. Am Ende des Tages müssen wir die wunderschönen Arbeiten rausbringen und das Bewusstsein schaffen bei der Bevölkerung, dass es schön ist, zum Friseur zu gehen. Um einen Hairdresser of the Year zu küren, brauchen wir natürlich auch die entsprechenden Kandidaten, die dafür in Frage kommen. Zu diesem Zweck holen wir jetzt alle Gewinner des Abends mit der Trophäe auf die Bühne. Also, liebe Gewinner des heutigen Abends, inklusive eurer Trophäen, bitte kommt zu uns auf die Bühne. Die Band begleitet euch ein wenig dazu und das Publikum unterstützt diesen Moment mit dem entsprechenden Applaus. Bitte, alle Preisträger des heutigen Abends, inklusive ihrer Awards, auf die Bühne. Das sind die Preisträger des heutigen Abends. Und jetzt wird uns Gerhard noch den Modus verraten, nach welchem Modus eigentlich gewählt werden können. Gewählt kann werden, beziehungsweise gewonnen, kann nur in den Kategorien werden, wenn es der Sieger in der Kategorie Herren ist, beziehungsweise in der Kategorie Damen. Wir haben 4 Damenregionen und das möchte ich die Damengewinner bitten, einen Schritt nach vorzumachen und den Herrengewinner ebenso. Das sind also jene unter diesen der Hairdress of the Year am Ende entschieden wird. Ich bin in einer Pause gefragt worden, wie wird das jetzt da entschieden? Es wird natürlich an der Anzahl der häufigsten Punkte entschieden und einer der 4 in dem Fall wird den Hairdress of the Year mit nach Hause nehmen, den Titel für ein Jahr tragen. Der Roland hat den Titel in 2008 gewonnen. Der Alexander in 2009. Die Gina, die Martha, keine Nummer. Und wir scheiden. Oder machen wir es da? Wie du willst. Wir machen es dann, wo ihr wollt. Nutzt das Zentrum der Bühne. Also 2 wissen schon, wie es denn so wäre, 2 noch nicht. Der oder die Gewinnerin der Austrian Hairdressing Awards 2011 hatte bei der Erstellung der Kollektion, seiner, ihrer Kollektion, den Anspruch, mit Einfachheit und ganz, ganz geringem Aufwand neue dynamische Formen zu kreieren. Ein weiteres Indiz, der Name der Kollektion hat einen sehr speziellen Hintergrund. Es gibt Situationen im Leben, sagt uns der oder die Gewinnerin, die vergisst man ganz einfach nicht. Und das ist auch dem oder die Gewinnerin so passiert.
Diese Situation war ausschlaggebend für die Idee und den Namen der Kollektion. Ja, und wie Sie sich sicherlich vorstellen können, werden ja die Nominierten, beziehungsweise die, ja, die Nominierten, die Gewinner wissen wir ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht, immer so ganz einfach gefragt, ja, und was würdet ihr dann machen? Würdet ihr wirklich gewinnen? Oder was wirst du machen? Wirst du gewinnen? Was wirst du machen? Und dann hat der oder die Gewinnerin, jetzt hat man leider der Gerhard den Text weggenommen, aber ich glaube, ich kann mir das ein bisschen merken. Glaubst du? Ja. Gesagt, also wenn ich heute Abend gewinne und diesen Titel mit nach Hause nehme, dann mache ich einfach nur Party mit meinen Freunden und mit meinen Kollegen. Und das wird jetzt Realität für... Wo ist das Kuvert? Ihr seht, wir sind auch nervös. Hairdresser of the Year 2011. Hairdresser of the Year 2011 kommt aus Roland Eichinger. Und damit ist er gekürt. Roland Eichinger. Teilgenommen haben und einmal beglückwünschen zu den unglaublichen Leistungen, die sie gezeigt haben.
Österreich ist tatsächlich ein Land, das sich nirgendwo verstecken muss für das, was wir heute gesehen haben. Und ich wünsche Ihnen allen jetzt noch einen gelungenen Abend. Kurz vor der Aftershow-Party werden wir das Jahr mit dem Mini verlosen. Diese Band hier, die wahrscheinlich beste Band der Welt, Hop Hands Rock Club, wird Ihnen jetzt noch die nächsten 45 Minuten einheizen, bis der Arzt kommt. Danke an Gerhard Macher, der uns so wundervoll als Gastgeber hier durchs Programm mitbegleitet hat. Eva Mölzl, eine Ehre, dass du da warst. Und Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie waren wie immer bei dieser Veranstaltung das beste Publikum, das man sich nur wünschen kann. Einstweilen einen schönen Abend und das waren Sie, die Austrian Air Dressing Awards 2019.